Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach dem unehrlichen Wortschwall des Ministerpräsidenten richten wir jetzt lieber einmal den Blick auf die Wirklichkeit. Angeblich ist Ziel dieses Gesetzes, die Schuldenbremse als eigene Landesregelung in der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu verankern. Herr Sellering gab gerade ja auch an, dass es für ihn wichtig sei, dass die Politik unser Land nicht mehr weiter verschulden dürfe, vor allem deshalb, da, so Sellering sinngemäß, ansonsten die Zukunft der kommenden Generation gefährdet würde. Dass der Ministerpräsident uns Abgeordnete und die Bürger im Land ohne Skrupel belügt, macht die Problembeschreibung der Beschlussempfehlung mehr als deutlich. Denn dort heißt es, Zitat, ohne eigene landesrechtliche Regelung mit einer entsprechenden landesrechtlichen Ausgestaltung der Ausnahmen würde ab dem Jahre 2020 das Verbot der Netto-Neuverschuldung aus dem Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz in Mecklenburg-Vorpommern uneingeschränkt gelten. Zitat Ende. Der neue Artikel 65 der Landesverfassung ist ein Blender. Aus dem mündlich vorgetragenen heiligen Versprechen der Nichtüberschuldung im Grundgesetz und in der Landesverfassung ist ein zahnloser Tiger auf dem Papier entstanden. Schon seit Jahrzehnten geben Sie und Ihre Gesinnungsgenossen vor, zum Wohle des deutschen Volkes, also auch zum Wohle der Mecklenburger und Pommern, von mir aus nenne ich Sie hier ausnahmsweise politisch korrekt Vorpommern, damit auch Sie es verstehen, zu handeln. In Wirklichkeit haben Sie und Ihresgleichen die öffentlichen Haushalte dermaßen überschuldet, dass eine Begleichung der Schulden unmöglich ist. Sie wissen, dass die Zuweisungen des Bundes und die Rückführung deutscher Steuergelder aus dem EU-Moloch immer weiter zurückgehen. Weiterhin tragen Sie die direkte Verantwortung dafür, dass unsere Heimat und somit auch unsere Finanzmittel demokratiefeindlich, also ohne Mitwirkung des Bürgers, das Volk hat nämlich bei Ihnen überhaupt nichts zu melden, und schutzlos der EU-Diktatur, NATO und anderen volksfeindlichen Organisationen ausgeliefert ist. Und diese Organisationen plündern uns Deutsche schamlos aus. Sie sind verantwortlich und mitbeteiligt an diesem modernen Banditentum. Sie, Vertreter der Einheitsparteien hier im Landtag, haben sich schuldig gemacht. Denn bislang war Ihre Politik wie folgt gekennzeichnet, hier in Mecklenburg-Vorpommern: Schulden machen, auf Teufel komm raus. Die Schuldenstandsquote der öffentlichen Haushalte ist seit der Finanzverfassungsreform von 1967 bis 1996 von damals 20% zum Bruttoinlandsprodukt auf nunmehr 70% gestiegen. Dies wiederum war möglich, weil eine sogenannte Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes, der sogenannte Ausnahmeetat, dies zuließ. Für Mecklenburg-Vorpommern heißt dies konkret, dass das Land mit rund 10 Milliarden Euro verschuldet ist. Zeigen Sie uns doch mal auf, wie Sie in den kommenden Jahrzehnten dieses Geld wieder an die Gläubiger und an die Finanzhaie zurückführen möchten. Die mittelfristige Finanzplanung In der mittelfristigen Finanzplanung weisen Sie 445,5 Millionen Euro Zinszahlungen an Banken und sonstige Gläubiger aus. So sind die Realitäten. Die Gemeinden in unserem Land bluten aus, und dies nicht nur finanziell. Dadurch ist die kommunale Selbstverwaltung schon längst ein Hohn. Wir von der NPD-Fraktion fordern grundlegende Änderungen. Wir wollen zum Beispiel nicht mehr, dass deutsche Steuergelder für Bunga-Bunga-Partys in Italien indirekt herhalten müssen. Wir wollen keinen Cent deutscher Steuergelder für die korrupten Staaten, zum Beispiel für die Politikkaste in Griechenland, sondern wir wollen die Verwendung der deutschen Mittel zur Sanierung unserer Straßen, zur Absicherung der Renten, für die vernünftige Ausstattung der Polizei und Justiz und nicht zuletzt zum Einsatz unseres eigenen Geldes für ein umfassendes, besseres und gerechtes Bildungssystem. Sie hingegen
sind verantwortlich für die Ausplünderung der Staaten Europas durch die EU, auch durch die Währung Euro. Und daher kann es im Grunde für die Völker Europas nur heißen, wieder die Rückkehr zu einer eigenen, selbstbestimmten Währung zu gehen. Dass die FDP jetzt hier dieser Schuldenbremse in der Landesverfassung zustimmt, hat uns nicht gewundert. Denn die FDP sucht überall einen Strohhalm, um in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern noch wahrgenommen zu werden. Und wir haben es ja gehört, die FDP verlangt jetzt wieder Steuersenkungen für Bonzen und gleichzeitig eine Schuldenbremse. Mein lieber Gott, meine Damen und Herren, schämen Sie sich eigentlich nicht? Gott ist nicht allein nur der Christengott. Es gibt viele Göttlichkeiten auf der Welt. Herr Dr. Niseri. Und ich würde mich gerne mal mit Ihnen einer geistigen Auseinandersetzung aussetzen. Aber da kommt das Problem zu tragen, dass Sie ja vollkommen unbewaffnet sind. Warum will Mecklenburg-Vorpommern das? Herr Sellering als Ministerpräsident mit seiner Regierung betrügt die Steuerzahler und die Bundesregierung gleich mit. Der wirkliche Grund der sogenannten Schuldenbremse ist, dass ohne die Änderung der Landesverfassung ab 2020 der Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz in Mecklenburg-Vorpommern uneingeschränkt gelten würde, was bedeuten würde, dass Sie endlich mal mit dem Geld, was reinkommt, auch auskommen müssten. Und das kommen Sie seit Jahrzehnten nicht. Sie müssen Rücklagen aufbrauchen, um noch wirtschaften zu können. Sie müssen die Menschen belügen. Sie graben zum Glück deutsche Steuergelder aus der EU wieder ab, die dann endlich wieder die Rückkehr in die Heimat finden. Aber Sie sind doch überhaupt nicht in der Lage, vernünftig zu wirtschaften. Was Sie jetzt hier beschließen wollen, unter Vortäuschung nicht weiter Schulden machen zu wollen, sich aber dann gleichzeitig eine Hintertür offen zu lassen, um weiter auf Pump leben zu können, konjunkturell bedingte oder andere Notlagen, das ist einfach ein grausames Spiel, was Sie hier betreiben. Die NPD-Fraktion lehnt die Änderung der Landesverfassung aus folgenden Gründen ab. Erstens, weil Sie auch mit diesem Gesetz den Kommunen im Land komplett das Wasser abgraben und sie regelrecht verknechten. Und zweitens, weil dieses Gesetz in betrügerischer Absicht geschaffen wird, dem Steuerzahler Glauben zu machen, es wird Schluss gemacht mit der weiteren Staatsverschuldung, in Wirklichkeit aber durch Öffnungsklauseln jedoch weiter auf Kosten der zukünftigen Generationen ruinös gewirtschaftet wird. Sie sich auch zukünftig weiter an kriegerischen Aktionen des Großkapitals der Vereinigten Staaten von Amerika beteiligen werden und die Euro-Währung auf Kosten des deutschen Volkes und der europäischen Völker erhalten wollen. Dies ist mit der NPD nicht zu machen. Wir lehnen die Änderung der Landesverfassung ab.